mit der Macht der Bilder und den Einflussmöglichkeiten sozialer Netzwerke. Hinschauen, nicht wegschauen, Stellung beziehen, statt sich einer schweigenden Mehrheit anzuschließen. Öffentlich unbequem sein, statt es sich zu Hause bequem zu machen. Simon Fischer zeigt, dass sich jugendliches Alter und politisches Engagement nicht ausschließen. In einjähriger Arbeit hat der Roder Gymnasiast den Dokumentarfilm Die Hunde ohne Namen gedreht, der für das Mittelfränkische Jugendfestival nominiert wurde. Er legt den Finger in die Wunde, weckt Interesse, stößt öffentliche Diskussionen über den Tierschutz an, motiviert zum Nachdenken und, was ganz wichtig ist, zum gemeinsamen Handeln. Geschickt nutzt Simon Fischer das Internet, um möglichst viele Menschen für sein Anliegen zu sensibilisieren und zu begeistern. Simons Einsatz für den Tierschutz zeichnet sich durch Kreativität, handwerklich filmisches Können und Überzeugungskraft, die ansteckend wirkt, aus.